Die Sparkasse Spree-Neiße steht vor dem gleichen Problem wie alle anderen Kreditinstitute im Land. Die Zinsen werden immer niedriger, daran verdienen wie früher ist nicht mehr möglich. Trotz alledem konnte Ulrich Lepsch zufrieden vor die Presse treten. Gestern stellte der Vorstandsvorsitzende der Sparkasse Spree-Neiße den Geschäftsbericht für das zurückliegende Jahr vor. Demnach hat die Bilanzsumme einen neuen Höchstwert erreicht. Das Ergebnis stieg im Vergleich zum Vorjahr um 6,4% auf nun mehr als 3,9 Milliarden Euro. Im Anbetracht der aktuellen Situation auf dem Finanzmarkt sei das nicht selbstverständlich. Jede Bank steht im Moment vor der großen Herausforderung, eben mit diesen niedrigen Zinsen umzugehen. Das ist ganz wichtig. Wir haben viele, viele Jahre vorher schon vorgesorgt, Gott sei Dank, sonst wäre das gar nicht alles so möglich. Wir haben eine sehr gute Substanz, wie Sie auch heute gesehen haben. Wir haben nach wie vor ein sehr gutes Ergebnis, eine außerordentlich gute Kostenstruktur. Den größten Zuwachs verzeichnet die Sparkasse im Kreditgeschäft. Die Forderungen an Kunden steigen auf rund 1,24 Milliarden Euro, ein Plus von 19%. Das liege an der weiterhin hohen Nachfrage nach Immobilien und der Investitionsbereitschaft von hiesigen Unternehmen. Dank der positiven Entwicklung in allen Bereichen soll sich für Kunden in der nächsten Zeit nichts ändern. Schließungen von Filialen oder der Abbau von Geldautomaten ist nicht geplant. Auch das Ersparte sei weiterhin sicher. Das ist ja immer eine Diskussion, die wir heute auch geführt haben im Rahmen der Pressekonferenz. Einführung von Minuszinsen. Und wir sagen hier eindeutig, wenn sich hier jetzt nicht gravierend was verändern würde, nochmal im Zinsniveau nach ganz weit unten, passiert das bei uns nicht. Da stehen wir dazu. Wir wollen unseren Kunden keine Zinsen wegnehmen, wenn sie bei uns Geld anlegen. Die Welt ist ja irgendwie verdreht. Und da sind wir sicher, dass wir das noch eine ganze Weile schaffen. Von einem guten Ergebnis der Sparkasse profitiert auch die Region. 2 Millionen Euro wurden im letzten Jahr in mehr als 600 gemeinnützige Projekte investiert. Die können überregionale Bedeutung haben, wie die Pückler Dauerausstellung in Branitz. Der Lausitzer Sport hat aber auch was davon. So unterstützte man unter anderem die Zweispanner-WM in Drebgau, aber auch den Nachwuchs der Sportschule. Hilfe kann auch die Tafel immer gebrauchen. Schirmherr Roland Kaiser wurde deshalb ein neues Fahrzeug für die ehrenamtliche Arbeit übergeben. Das ist das, was wir beibehalten wollen. Wir wollen einen großen Teil wieder in die Region geben, an viele, viele Vereine oder Institutionen in allen Bereichen, die es gibt, ob Sozial, Gesundheit oder auch im Sport oder in anderen Dingen. Das soll auch in den nächsten Jahren so bleiben. Für neue Ideen und gute Vorhaben habe man immer ein offenes Ohr. Und auch was die eigenen Zahlen angeht, sei man zuversichtlich, dass es auch in den nächsten Monaten positiv weitergehe.